Haben wir auch eine Zweiklassenmedizin oder orten Sie keine? Wenn ich eine Privatversicherung habe, dann werde ich vermutlich relativ schnell überall einen Termin kriegen. Habe ich keine, dann warte ich mitunter ein paar Monate auf einen Termin. Also ich würde sogar sagen, dass wir in Österreich eine Mehrklassenmedizin haben, weil wir haben einerseits natürlich die Privatversicherungen und andererseits in der gesetzlichen Krankenversicherung auch große, sehr große Unterschiede. Wenn ich daran denke, dass diese Kassenfusion, die es eigentlich geben hätte sollen, nicht unbedingt dazu geführt hat, dass wir gleiche Leistungen für alle Versicherten haben, sondern dass es nach wie vor Versicherungsträger beispielsweise bei den Beamten gibt, die wahnsinnig viel Geld auf der Seite haben, bessere Leistungen anbieten können, während auf der anderen Seite die gesetzliche Krankenversicherung, die ÖGK, quasi alle anderen Menschen versichern muss und nicht solche Leistungen anbieten kann, dann sehen wir, dass wir sogar innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung eine Mehrklassenmedizin haben. Und aus unserer Sicht braucht es da endlich ernsthafte Bemühungen, eine Fusion so weit wie möglich durchzuführen, beziehungsweise einen Risikoausgleich zu machen. Das heißt einfach, dass die Beamtenversicherung hier diesen Vorteil, den sie hat, weil sie haben einfach eine gesündere, besser verdienende Versichertenschaft, quasi dieses Risiko, das sie da geringer haben, teilt sozusagen oder abfedert gegenüber der normalen der ÖGK, weil die quasi die ganz gesamte sämtliche Pensionisten drinnen haben, ganz viele unselbstständig Beschäftigte, ganz viele Menschen, die vielleicht gar nicht in Beschäftigung sind, arbeitslose Mindestsicherungsbezieher. Da haben wir einfach, was die Leistungen der Krankenkasse angeht, deshalb auch Unterschied und da braucht es dringend einen Risikoausgleich, damit man da von einer ernsthaften Gleichheit, zumindest in der gesetzlichen Krankenversicherung, sprechen kann.